Der TSV Weilendorf trifft auf den MCH Futsal Club Bielefeld. Der Tabellenführer Weilendorf konnte das Hinspiel gegen Bielefeld mit 7:2 gewinnen. Bielefeld aktuell an 5. Stelle in der Tabelle. Weilendorf geht dominant in die erste Halbzeit und hat die Oberhand. Der TSV in Weiß schafft es zwar häufig vor das Tor der Bielefelder, aber beim Torabschluss sind Defizite erkennbar. Noch knapp 9 Minuten zu spielen, Foul durch Garibaldi. Doch auch der Freistoß bringt nicht das lang ersehnte Tor in dieser Partie. Die Gangart wird härter. Die Verteidigung Bielefelds geht herzhaft ran, manchmal zu herzhaft. 4 Teamfouls sind auf der Anzeige. Die erste gelbe Karte in diesem Spiel gibt es dann von den Unparteiischen aber für Josip Bosinovic für diese Aktion an Gabriel Oliveira. Wir gehen in die nächste Szene mit dem Foul von Akniman Derwischai. Die Blicke jetzt auf Garibaldi und Bosinovic. Letzterer möchte den Ball, Garibaldi möchte aber lieber mit dem Schiedsrichter diskutieren. Es ist auf jeden Fall Feuer unterm Dach der Spechtwickhalle. Der auf den Pfiff folgende Schuss von Ribeiro sinnbildlich für das Spiel des TSVs. Djindic, der hier bearbeitet wird, versucht es nochmal, aber nein. In die Halbzeit geht es mit einem 0:0. Weilendorf in Durchgang 1 mit hohem Spielanteil und schlechter Chancenverwertung. Bielefeld in Durchgang 1 ohne nennenswerte Chance. Das ändert sich aber in Halbzeit 2, die Gabriel Oliveira mit dem Führungstreffer für Bielefeld eröffnet. Weilendorf sollte nachziehen. Bosinovic versucht es hier gegen die Bielefelder Defensive, die sich aber mit allen Körperteilen gegen den Weilendorfer Angriff stellt. Freistoß Ribeiro und der ist ein Ausrufezeichen. Pacheco hat Schwierigkeiten, den Ball zu sehen und dann kommt er auch noch so platziert. Der Treffer kann sich sehen lassen. Weilendorf gleicht aus 1:1. Es geht weiter heiß her in der vollen Halle, wobei die Zuschauer und offensichtlich auch Weilendorfs Kapitän Čačić die Linie der Unparteiischen nicht immer ganz nachvollziehen können. Wer glaubt, dass mit dem Tor durch Ribeiro der Knoten beim TSV geplatzt ist, der liegt jedoch falsch. Egal wie sehr Weilendorf es versucht, Tore fallen heute auf Weilendorfer Seite keine mehr. Im Gegensatz zum MCH, der mit dem Tor durch Garibaldi erneut in Führung geht. Die Gäste deutlich effizienter und trotz kleinen Kaders scheint da auch noch einiges an Energie vorhanden zu sein. Noch 7 Minuten sind zu spielen. Angriff Weilendorf und wir schauen auf den Weilendorfer Kapitän Čačić, der den Ball hier noch aufs Tor bekommt und dann einen Schlag auf den Fuß. Aber weiter geht's, nicht lange warten, die Unparteiischen ahnten hier
den Zweikampf von Josip Bosinovic. Čačić nach dem Schlag nicht mehr einsatzfähig und kann sich während der Behandlung nur noch den Fight von der Seitenlinie aus anschauen. Die Uhr läuft herunter und geht aus Weilimdorfer Sicht bedrohlich schnell gegen Null. Weilimdorf versucht es jetzt mit dem fünften Feldspieler. Memo Söse jetzt im roten Trikot auf dem Feld und kann hier nur noch zuschauen, wie Luis Dres den Ball ins Tor schiebt. Eins zu drei der Endstand im Spiel zwischen dem TSV Weilimdorf und dem MCH Futsal Club Bielefeld. Für die Teams geht es jetzt in die Länderspielpause. Danach ist Weilimdorf zu Gast bei Hot 05 Futsal.